TV. Grüezi, Servus und Moin Moin zu Joel Pedi TV. Ich bin Johannes Queller und heute besprechen wir die Griffkraft. Wir haben eigentlich zwei verschiedene Arten, um die Griffkraft zu messen. Einmal das Schließen der Hand und einmal die geschlossene Hand geschlossen zu lassen. Wir haben Farmers Carry heute und Kettlebell Swings, um die Griffkraft zu steigern und zu verbessern. Und zwar die geschlossene Hand. Und wenn wir die geschlossene Hand geschlossen lassen können, dann können wir auch definitiv die Hand stärker greifen und schließen. Ich würde beim Kreuzheben zum Beispiel auf Lifting Straps immer verzichten, weil es einen bestimmten Grund hat. Wenn ihr noch nicht die entsprechende Griffkraft habt, um ein Gewicht anzuheben, dann liegt es daran, dass euer Körper in irgendeinem Bereich noch nicht bereit ist, dieses Gewicht anzuheben. Sei es, dass der Rücken zu schwach ist, Hamstrings, Abdominals, Unterarme, was auch immer, vielleicht auch sogar der Bizeps. Und wenn ihr euch dann mit Lifting Straps quasi künstlich dazu behelft, dieses Gewicht anheben zu können, dann war es vielleicht nicht ganz so cool und nicht so schlau. Ich würde trotzdem den Einsatz von Lifting Straps nicht per se abwimmeln. Zum Beispiel, wenn ich entsprechend Experienced Lifter bin und weiß, wie ich deadlifte und was für Gewichte ich benutze und ich im gleichen Training später noch Farmer's Walk mache, um meine Griffkraft zu verbessern, dann muss ich meine Griffkraft nicht schon vorher ermüden. Und dann kann ich beim Kreuzheben zum Beispiel schon Lifting Straps verwenden, weil ich weiß, welches Gewicht ich verwenden kann, ohne mir weh zu tun. Und dann eben mit voller Kraft, mit voller Unterarm-Power in die Farmer's Walk reingehen. Ich zeige euch einfach mal den Farmer's Walk. Damit könnt ihr auf jeden Fall eure Griffkraft verbessern. Und bildet zusätzlich noch so einen Stiernacken. Und das macht ihr entweder mit Farmer's Walk Hanteln oder ihr könnt auch ganz reguläre Hanteln verwenden oder schwere Kettlebells oder Einkaufstüten oder whatever. Ihr greift die Farmer's Walk Hanteln und fangt an zu laufen. Ja, dann habt ihr bestimmt schon mal in einem Strongman Event gesehen. Schön um die Kurve gehen. Was ist das Schwierigste dabei, das Gewicht hier zu stabilisieren? Und das macht ihr dann entsprechend mit einem hohen, mittleren, leichten Gewicht, nein, natürlich hohem Gewicht, für eine entsprechende Länge. Ja, was weiß ich, nehmt euch als Beispiel, keine Ahnung, 100 Meter oder 250 Meter und versucht 160 Kilo, 250 Meter in der kürzmöglichsten Zeit zu tragen. Und dann versucht ihr eben in den folgenden Trainingseinheiten das immer weiter zu verkürzen, die Zeit, die ihr braucht, bis ihr eben einmal 250 Meter mit 160 Kilo durchrennt. Ja, das waren die Farmer's Walk. Damit kriegen wir auf jeden Fall ordentlich Strength Kraft in die Unterarme. Und die zweite Sache wäre, und das habe ich von Steve Cotter, der sowas zum Beispiel bei seinen IKFF-CKT-Seminaren lehrt, um eben die Griffkraft zu verbessern für Snatches oder für was auch immer. Und dafür swingen wir zunächst einmal mit einer 32er, danach mit einer 28er und mit einer 24er für eine entsprechende Zeit. Das heißt, wir swingen zum Beispiel eine Minute links, eine Minute rechts, ja, mit der 32er. Das machen wir eine Minute links, eine Minute rechts, dann haben wir zwei Minuten Pause. Danach machen wir eineinhalb Minuten links, eineinhalb Minuten rechts mit der 28er. Und danach drei Minuten Pause. Und dann zwei Minuten mit der 24er links, zwei Minuten rechts. Das könnt ihr natürlich auch noch ausweiten. Ihr könnt auch eine Minute links, eine Minute rechts mit der 32er, zwei Minuten links, zwei Minuten rechts mit der 28er und drei Minuten links, drei Minuten rechts mit der 24er machen. Aber ihr habt eine Idee. Dadurch könnt ihr auf jeden Fall enorm eure Griffkraft verbessern. Wenn ihr das erste Mal gemacht habt, ihr könnt auch statt der Kettlebells Kurzhanteln nehmen, dann werdet ihr merken, selbst mit der 30er, 28er oder 32er, 28er, 24er, da faulen euch die Arme ab. Und das garantiere ich euch. Das waren zwei Übungen, um die Griffkraft zu verbessern. Abonniert den Kanal, checkt die anderen Videos und schreibt mir irgendwelche Comments, was ihr noch sehen wollt. Cheers, bis bald.